Moin und willkommen zurück an der Front bei Order of Battle. Ja, in der letzten Mission, in der letzten Folge haben wir ja Polen erfolgreich überrannt, übernommen, wie auch immer. Jetzt gucken wir mal nach den Spezialisierungspunkten. Wir haben nämlich 5 Stück bekommen, wie ihr sehen könnt. Wo könnten wir die einsetzen? Das ist alles so teuer. Wobei es natürlich eventuell Sinn macht zu sparen. Ich meine, neu gekauft, die Lufteinheiten erhalten bereits einen Erfahrungsstern. Ich glaube, das können wir uns echt sparen. Wenn wir mit ordentlich umgehen mit den Soldaten oder mit den Einheiten, können wir sie ja eh mitnehmen ins nächste Level und die kriegen immer mehr Erfahrung, mehr Erfahrung. Und schlussendlich, ja, ich weiß nicht, Kriegswirtschaft, 2 Land- und Seeverkehrspunkte. Das ist vielleicht gar nicht mal so uninteressant. Magnetronradar. Die Radarreichweite aller Kriegsschiffe wird um 8 erhöht. Das ist langweilig. Führung mit Auftrag. Das ist schon interessanter. Die Frage ist jetzt 1939. Kriegen wir das denn überhaupt freischalten, wenn wir das jetzt da freischalten? Oder erst, wenn wir in diesem Jahr angekommen sind? Wisst ihr was? Wir sparen uns den Punkt und würde sagen, wir gehen einfach in die nächste Mission rein. Und wir sind jetzt bei den Vororten, nee, Außenbezirk von Warschau, September 1939. Gepanzerte deutsche Einheiten haben die Vororte der polnischen Hauptstadt erreicht. Warschau wird fallen und unseren Polenfeldzug zum Abschluss bringen. Oh, okay, dann ist es ja hier schon wohl die letzte Mission in Sachen Polen. Naja, werden wir mal gucken, was uns so erwartet. So, nachdem die Heeresgruppe Nord beim Lava aufgehalten wurde, setzt sie nun ihren Vorschuss nach Warschau fort. Sie muss den Fluss Narew überqueren und den östlichen Teil der polnischen Hauptstadt erreichen, um den Feind von der Neuversorgung, von der Versorgung abzuschneiden. Okay. So, inzwischen hat die 4. Panzerdivision bereits die Außenbezirke von Warschau erreicht. Allerdings haben die Polen ihre Hauptstadt in eine Festung verwandelt, wodurch sie unseren Sturmangriffen bisher zurückschlagen und uns herbe Verluste zufügen konnte. So, was haben wir hier? Ebenso besorgniserregend ist die Tatsache, dass die polnische Pomorze und Poznan-Armee, meine Güte, nahe Kutno zum Gegenangriff übergegangen sind. Möglicherweise müssen wir ein Truppenkontingent aus der Warschauer Gegend abziehen, um diese neue Bedrohung an unseren Flanken Herr zu werden. Okay. Und was haben wir da noch? Letzten, und das ist dasselbe, aber letzten Endes lautet jedoch unser Ziel, die polnischen Truppen in und um Warschau vernichtend zu schlagen. Fällt die Hauptstadt Polens, wird die polnische Regierung sich gezwungen sehen, bedingungslos zu kapitulieren. Okay. So, was haben wir denn hier als Mission? Schalten Sie 40 polnische Landeinheiten aus, erobern oder umzingeln Sie Warschau. Sekundär, schlagen Sie den Gegenangriff bei Kutno zurück. Das war da unten. Fügen Sie den feindlichen Luftstreitkräften mit Ihren Flugzeugen, Alter, was? 0 von 30 Schaden zu. Erobern Sie die Festung Modlin, erbeuten Sie den Panzerzug. Oh je, ist aber. Modlin, okay, wo ist der Panzerzug? Wo finde ich den? Mission, Mission, Mission. Wo ist meine Mission hin? So, ich habe es nochmal gefunden gehabt. Also, das war jetzt Panzerzug, haben wir noch gesagt. Wollen wir suchen. Wo ist der jetzt? Das ist dieser Gegenangriff und der Panzerzug. Ja, ich habe keine Ahnung. Der versteckt sich halt irgendwo. Gut, dann wollen wir mal schauen. Was haben wir für Einheiten? Sind die denn schon alle von uns aufgestellt worden? Ah, okay, ich sehe schon. Die müssen wir noch aufstellen. Hier ist ein Flugplatz. Hier ist der Gegenangriff. Tja, wo packen wir die Bomber hin? Ich würde sagen, die packen wir hier unten hin. Viele Punkte haben wir denn? 35. Dann auf jeden Fall unsere Panzer, die wir von der letzten Mission übernommen haben. Hei, hei, hei.
Dann auf jeden Fall hier ein Panzer hin. Da ein Panzer hin. Oh Mann, die müssen wir erstmal noch alle heilen, sehe ich gerade. Dann geht ja ganz schnell die Muni, die Summe hier runter von den Ressourcenpunkten. Ja? Ah ne, die haben 10, okay. Infanterie. Schwere Infanterie, das sind polnische Infanterie. Okay, dann dahin. Pioniere. Brauche ich jetzt nicht unbedingt erstmal. Tja, gute Frage. Kommen von da auch welche? Wenn wir hier noch einen Panzer hinstellen. Und, oh, war es das jetzt schon? Nee, das kann noch nicht gewesen sein. Hier ist noch ein Panzer. Wir sollten hier mal noch einen Panzer hinstellen. Ich weiß gar nicht, was ist das hier eigentlich? Neutral? Oder was? So, den habe ich schon, den habe ich schon. Den habe ich auch. So, du noch. Können wir noch nicht aufwerten. Kann man den aufwerten? Ah. Wobei, stopp mal. Wir werden mal noch ein paar Jagdflugzeuge uns kaufen. Oh je, die Auswahl ist ja nicht gerade groß. Wir können auch bloß ein einziges Flugzeug erstmal aufstellen. Dann würde ich sagen 9, 8, 11, 7. Oh. Warum ist denn der besser, wenn er günstiger ist? Verteidigung 9, 11, 9, 11, 10, 8, 15, 10. 11, 7, 6, 9, 8, 6, 4. Dann nehme ich den lieber. Kaufen und aufstellen. So. Taktischer Bomber. Will ich jetzt nicht unbedingt noch was haben von Artillerie, Panzerabwehr. Eine Panzerabwehr wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Die Frage ist nur, oder warte mal, doch lieber Artillerie. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Oder Flugzeugabwehr, komm, wir nehmen noch eine Flugzeugabwehr. Kaufen und aufstellen. Ja, wo könnten die mit ihren Flugzeugen herkommen? Wo haben wir Flugplätze? Ich sehe jetzt keinen. Kein Flugfeld. Woher haben die jetzt? Hä? Na doch gut, hier ist ein Flugfeld, glaube ich. Da. Na dann stellen wir einfach unsere Flugabwehr noch hier mit hin. So. Zack. Okay, dann können wir loslegen. Das hat gesessen. Ach, warte mal, das ist... Die können wir gar nicht lenken, die Einheiten hier. Ah. Das ist schlecht. Das ist immer schlecht, wenn wir nicht lenken können. Na gut, dann... Gehen wir mal einen Angriff.
So, das haben wir jetzt. Jetzt ist die Frage, wann und wo kommen die Flugzeuge? Wir schieben den erstmal hier. Boah, ey, da hat der Mine Licht, ey. Ja, mit der Flugzeuge möchte ich mich jetzt ungern vorwagen, ohne zu wissen, genau was los ist und wie was los ist. Gut, ist die Frage, wo marschieren wir als erstes lang? Oh, ich hatte da natürlich direkt rein. So was Blödes. Ich hätte hier oben mehr Einheiten hinsetzen sollen, glaube ich. So. Warschau werden wir erstmal noch nicht angreifen. Wir werden gucken, dass wir noch ein paar Städte attackieren. Könnten den Flugplatz einnehmen. Aber ich garantiere, wenn wir das machen, werden wir definitiv von irgendwas Artillerie oder sonst sowas getroffen. Deswegen ziehen wir uns erstmal zurück. Wen habe ich jetzt noch nicht bewegt? Die Bomber. Wir haben auch kein Flugfeld mehr hier in der Nähe, ne? Wo wir landen könnten. Ne. Haben wir nicht. Dann fliegen wir doch mal. Ein bisschen weiter nach vorne. Um aufzudecken, hier ist nichts. Hier scheint keiner irgendwie was befestigt zu haben. Gut, naja, kann uns ja recht sein. Umso schneller nehmen wir alles ein. Ich werde hier oben auf jeden Fall noch. Ja, doch, ich werde noch mal was kaufen. Und zwar. Infanterie. Ich nehme falschen Jäger. Die sind die verkehrt. Gut. Ich kann mich noch bewegen. Nein, jetzt muss ich noch weiter zurück. Was habe ich jetzt noch vergessen? Ach, die. Ja, gut. Komm, dann. Reparieren. Gut, Runde 2. Was machen wir draus? Unsere Gut, die Einheit ist außer Gefecht. Ziehen sich zurück. Warum ziehen die sich zurück? Was? Das war's schon? Ach du liebe Güte. Wo liegt denn Modlin? Da. Das würde mich mal interessieren. Flanke abgesichert. Der polnische Gegenangriff wurde zurückgeschlagen. Die verbliebenen feindlichen Truppen um Kutno ziehen sich in Richtung Warschau zurück. Ah, okay. Die ziehen sich in Richtung Warschau zurück. Dann können wir die ja hier abfangen. Dann machen wir das auch gleich. Da ist auch nichts gedeckt. Hmm.
Nein, 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 nein. Du willst ja die Erfahrung haben. So. Die Einheit ist auch außer Gefecht. Meine Bomber. Da sind meine Bomber. Greifen wir mal. Panzer an hier. Ah, das reicht wieder nicht. Das kommt mir einfach irgendwie zu leicht vor. Hier kann irgendwas nicht hinhauen. Da wird noch auf jeden Fall irgendwas auf uns zukommen. So, jetzt greife ich erstmal die an. Die können sich die Verbündeten kümmern. So, hätte ich mal vergessen. Achso, können wir noch einnehmen. Das ist sehr schön. Haben wir noch vergessen? Die Flugabwehr. Ah, naja, da ist ja das Problem mit der Mine, ne? Die kommen alle in Richtung Warschau und fallen uns direkt in die Hände. Na, no, jetzt kann es recht sein. Oi, wo kommt denn der her? Jetzt hat er auch was eingenommen. Abgezogen. Gut, wir müssen erstmal hier runter. Das haben die ja übernommen wieder. Das ist schlecht. Wieder eingenommen. Ach, das ist nicht gefallen, ey. So, dann attackieren wir das Flugzeug. Den Panzer. Jetzt auch mit den dicken Bombern. Der Flugabwehr. Euch radieren wir jetzt aus. Ach, jetzt wieder veräppeln, dass er jetzt überlebt hat, ey. Jetzt ist Feierabend für euch. Dann machen wir da oben weiter. So, da ist jetzt also ein Panzer. Plus 3. Bup, 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 bup. Naja, keine Chance. Der hat ordentlich auf den Sack bekommen. Den heimen wir eventuell noch.
Das war ja völlig für den Hintern gerade. So. Da ist eine Ein... Ah, verflucht. Dass da noch eine Bofor sitzt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mist. Das Modin, das müssen wir sowieso erobern. So, mehr können wir gar nicht machen, glaube ich. Haben wir eine Einheit vergessen? Ich will nicht angreifen hier. Heilen. So, er geht auch vorwärts. Puh, das war knapp. So, da kommt der erste schon. Und wird von unseren Panzertruppen abgefangen. Sitzkrieg. Die französischen Truppen der Saaroffensive haben sich wieder zurückgezogen. Woraufhin die Deutschen einen Großteil der verlorenen Gebiete wieder besetzen konnten. Während an der Westfront Ruhe herrscht, ist Polen auf sich gestellt. Na. So, jetzt fahren wir hier runter. Vertreiben die da. So, haben wir auch eingenommen. Dann fahren wir jetzt hoch. Das ist ja auch noch was. Hm. Oh, ja klar. Oha. Kommt ja einiges. Wo gehen wir denn noch ran? An den hier. So, sehr schön. Das müssen die jetzt alleine schaffen mit dem Panzer. So, was machen wir jetzt mit dem hier? Könnten wir auch aufrüsten. Wenn wir die zu falschen Jäger aufrüsten. Gucken wir mal kurz. Er hat jetzt... 6 bis 9, 11 und 3, 6, 3 bis 6, 12 bis 15. Ah. Er ist gut gegen Infanterie. Hm. Ne, wir lassen die als schwere Infanterie. Gucken wir erstmal hier, ob wir hier noch retten können. Dann müssen wir auf jeden Fall die Einheiten erstmal wieder auf Vordermann bringen. Die können wir auch nicht aufrüsten. Ach, wir hätten ja das einnehmen können. Ach, sind wir doof.
aber abgefangen ohne Probleme. So, drücken wir ruhig vor. Als nächstes, haben wir überhaupt noch eine Einheit frei? Ich glaube nicht. Doch, haben wir noch. Achso, die Jungs, ja. Ja, komm, machen wir das so. Wir attackieren sie aber nicht. Wir bleiben bis da und heilen sie wieder hoch. So, schauen wir mal, was die jetzt machen. Schlechte Entscheidung gewesen vom Panzer. Mit ein bisschen Glück vernichtet er die jetzt vielleicht. Nee, macht er nicht. Er hat sich geheilt. Jetzt verschwendet der von oben und lässt mich da oben ins Alleine kämpfen. Können meine zwei Panzereinheiten da jetzt die alle aufhalten? Das ist die Frage. Das ist jetzt nicht so. Was? Sowjetische Invasion. Es sind Meldungen eingegangen, wo nach die sowjetische Streitkräfte eine groß angelegte Invasion in Ostpolen gestartet haben. Dank des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt wird sich die Sowjetunion dieses Territorium unbesorgt einverleiben können. Bomber eingetroffen. Eine Einheit aus Bombern des Typs Heinkel HE-111 ist eingetroffen. Die Luftwaffe beabsichtigt, die polnische Verteidigung mit intensiven Bombardements aus der Luft stark zu schwächen. Okay, nice. Wir haben nochmal einen Bomber bekommen. Nehmen wir gerne an. Aber ich will jetzt auch nicht, dass die Russen hier einmarschieren und uns hier alles wegnehmen. Das ist, nö. Wo ist aber der Panzerzug? Das würde mich mal interessieren. Was ist das hier? Ist das eine Schiene? Nee, ist eine Straße. Wir müssen nach Schienen gucken. Aber wo sind hier Schienen? Da sind Schienen. Die Schienen gehen... Ja, die gehen jetzt überall hin, ne? Die könnten... Irgendwo hier drinne. Hier irgendwo ist der Zug. Das sind aber auch Schienen. Da müssen wir mal schauen. Gehen wir erstmal den nächsten Ort ein. So, und jetzt ballern wir die hier zurück in die Steinzeit. Da warten wir noch. So, dann gehen wir. Ja. Da. Na, wisst ihr was? Dann machen wir das anders. Dann marschieren wir mit dem. Was machen wir mit dem? Den fahren wir hier runter. Zur Aufklärung. Um zu gucken, wo der Panzer sich hinverziehen will. 3 machen wir. Bam. Ach, natürlich wartet da eine Einheit. Aua. Oh Mann, die werden wohl verlieren. Oh, da ist keine Einheit drin, ne? Ich bin ja echt am Überlegen, ob ich hier noch eine Einheit hole. 94. Nee, wir sparen uns das mal. Was haben wir denn noch für eine Einheit unbenutzt? So gar nichts. So, fortfahren. Ich glaube, die wollen zu dem Ort da rechts oben. Skien die Nivitsch oder wie auch immer.
Das ist gut gemacht. Das schwächt die Gegnerschiffe ab, ja? Wow, wir haben es überlebt. Krass. Wenn er jetzt angreift, dann ist er gut. Oh, greif nicht mein Fahrzeug an, das wirst du nicht überleben. Aber das machen wir jetzt sowieso platt. Vorhut. Die Speerspitze der 2. Armeekorps ist eingetroffen und rückt nun auf Modlin vor. Das Hauptkontingent dieser Armee sollte ebenfalls bald eintreffen. Ah, sehr schön. Und wieder zurück. So, wie machen wir jetzt weiter hier? Der Panzer muss weg. Braucht ihr Unterstützung? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir brauchen eher hier Unterstützung. Ah, wir könnten natürlich jetzt auch da oben in der Zeit das Waldgebiet einnehmen. Wir könnten aber auch wiederum den Bunker erstmal knacken. Gemacht, der ist schon fast down. 5 Stärkepunkte. Ja. Machen wir. Ja, wo kommt denn der jetzt her? Ach, Kacke. Hier Pech, wenn wir die jetzt verlieren in der nächsten Runde, die Einheit. Nee. Heilen. So. 2. Könnten natürlich auch noch. Wir werden mal weiter hier fahren. Sieht gut aus. Da können wir eine Einheit weniger machen. 2. Dich greife ich an. Ah, das sind Pferde. Okay. So, und dann haben wir noch einen Jäger. Damit greifen wir dich an. Oh. Zerstört. Wunderbar. Sehr schön. Die Flugabwehr. Da muss man aufpassen, dass wir. Warte mal, da werden wir erstmal heilen. Haben wir noch einen Bomber hier? Was machen wir mit dem? Ist da eine Einheit drin? Ja. Attacke. Och, jetzt ist sie leer. Okay, cool. Können wir gleich in der nächsten Runde einnehmen. Haben wir noch eine Einheit? Ach so, ja genau. Siehst du. Da gehen wir erstmal hier rein. Nehmen wir es ein. Ballern die weg. Er hat das ernsthaft jetzt überlebt, ey. So, jetzt müsste aber gewesen sein. Ja. Er gibt ihm jetzt den Rest. Gut.
Der ist dann auch erledigt. Ah! Da ist der Panzerzug. Oh, und da kommen die Flugzeuge. Ein verloren. Fügen Sie den Feindlichen, erobern Sie die Festung Modlin, erbeuten Sie den Panzerzug. Wie soll ich den erbeuten? Wenn wir den polnischen Panzerzug zur Aufgabe zwingen wollen, müssen wir ihn von seiner Versorgungs- und Rückzugswegen abschneiden und gegen genug Schaden verursachen, um seine Kampfkraft zu neutralisieren. Alles klar. Das heißt, wir müssen dahin und dahin und ihn einsperren, so ihr seht, damit er nicht vor und nicht zurück kann. Und das sollte jetzt nicht das Problem sein, oder was? So. Damit ist der Weg dahin schon mal abgesperrt. Und dann dahin. Und dann noch wegmachen dann. So, jetzt hole ich mir erstmal meine Flugzeuge. Mein Bomber reicht nicht bis dahin. Dann fliege ich mit dem dahin. Ja, was greife ich jetzt an? Dann wird die Flugeinheit weg. Wir machen erstmal den weg. Er hat es überlebt, natürlich. Ich könnte natürlich auch einklemmen, aber erstmal, nee, erstmal dann da. Ah, dass sie das alles überleben, es ist doch zum Kotzen. Okay, ist weg. Ich hatte noch einen Bomber, da ist der andere Bomber. Ich komme nirgendwo ran. Der auch nicht. Na gut, fliegen wir dann. Kann der nichts einnehmen, verstehe ich nicht. Na gut, dann nimmst du den halt ein. So. Ach, was machen wir jetzt hier? Ich denke mal, wir sollten weiter hochwandern oder nehmen wir erstmal das ein als nächstes. Ja, die sollen sich darum kümmern. Ja, das hatte ich gesagt, der nimmt das dann. So, heilen. Okay. Der wird nicht viel ausrichten. Gut. Und du bleibst da, habe ich gesagt. Okay, nächste Runde. Jetzt greift er mich wieder an. Ne, er greift ihn an. Aha, das sind ja auch meine, ja. Das ist eine Todesfalle für die, die sich da zurückziehen wollen.
mehr mit Flugzeuge machen. Die verbliebenen Infanteriedivisionen des 2. Armeekorps nähern sich der Stadt Plonsk. Okay, damit müssten wir doch was anfangen können denn. Sehr schön. Das funktioniert ja schon mal. Oh ja, da können wir von hinten angreifen. So, noch drei. Die fallen auch nächste Runde. Jetzt zerstören wir ihn. Wobei, wir müssen ja mit dem Bomber auch Schaden verursachen. Eins merken wir uns mal. Gucken, ob das auch zählt. Ach, was hab ich denn jetzt getan? Jetzt bin ich da falsch geflogen. Oh, nee. Oh, nee. Nicht zerstört, schade. Gut, das haben wir auch erledigt. Dann ziehen wir jetzt da, Infanterie weg. Das hat auch wunderbar geklappt. Dann greife ich jetzt den Panzerzug an, beziehungsweise nehme den jetzt in eine Zange. Kannst jetzt wieder wegfahren. Du fährst wieder rüber, nimmst du das ein bisschen rein dann. Dann klappt das auch wunderbar. Ist da eine Einheit hinter oder nicht? Nee, da war keine Einheit drin. Mist. Angriff. Oh, zwei ab. Auch zwei abgezogen. Müssen da noch hoch und da noch hoch. Ich überlege jetzt, ob ich mir doch mal noch einen Jäger kaufe, aber ich habe auch bloß noch einen Kommandopunkt für Flugzeuge. Bringt uns also jetzt nicht wirklich weit. Wir müssen auf jeden Fall noch nach Modin. Oder Modlin. Ja, kriegen wir schon hin alles. Greife ich jetzt an? Ne, ich greife nicht an. Ne. Nächste Runde. Schauen wir mal. Ist die Einheit auch weg. Okay, wir haben schon 10 Schaden gemacht. Wir müssen das Flugzeug zurückziehen. Oh, ich habe keinen Flugplatz in der Nähe. Willst du mich veräppeln? Ach du Kacke. Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet, ne? Ah, was ein Mist. Oh, das ist ärgerlich, ey. Nee. Hier ist kein Flugfeld außer das da. Aber ich glaube, da werde ich nicht rankommen.
Um das noch einzunehmen rechtzeitig. Ne, schaffe ich nicht. Das ist jetzt ärgerlich. Verflucht. Kriegt erstmal einen Opel Blitze und dann hintern. Ah, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, Mann. Ey, das ärgert mich gerade richtig, ne? Tja, was mache ich denn jetzt hier? Greife ich an oder? Ja, ich versuche mal, mich zurückzuziehen. Vielleicht kann ich in nächster Runde doch noch was machen. Oha! Ja, das ist eine Festung, auf jeden Fall. Gucken, wie wir da noch durchkommen wollen. So, dann mache ich erstmal den hier platt. Sieht doch gut aus. Attacke. Ah, die Pferde werden wir erstmal. Nee, da warten wir mit dem Angriff noch. Das ärgert mich mit dem Flugzeug gerade, ne? Als nächstes. Als nächstes würde ich sagen. Den kann man noch bewegen, aber wohin? Ja, komm, nach oben. So. Da haben wir auch noch zu. Ach ja, wir haben noch die Bomber. Stimmt ja. Die können natürlich leider nicht Flugzeuge angreifen. Halt den Bunker schon mal anfangen weich zu kloppen. Und dann schicken wir sie dahin, beziehungsweise wir aufpassen, dass sie nicht auch nur abstürzen nachher und der Sprit ausgeht. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Ja, gut, dann machen wir jetzt hier Schluss mit der Folge. Wir sind gut vorangekommen. Warschau wird fallen, definitiv. Wir sind erst in Runde 9 von 30. Den Panzerzug haben wir eingekesselt. Die Flugzeuge, gut, ja, da lasse ich mir das einfallen. Hier unten wartet ja auch schon eine Flugabwehr, ne? Soll ja nicht daran scheitern. Ja, und dann sage ich jetzt, tschüss und bis nächstes Mal.